Hallo, ich bin der von der Tanke. Jawoll. Und willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. Ich habe jetzt direkt schon mal einen Typen gemacht. Nee. Ja. Der sieht schon mal ganz erfreut aus. Und mal gucken, ob wir den mit einem Schnapp. Ja, der wird. Der wird so ein. Tankwart. Tankwart, kurzer Begriff davon. Gibt's glaube ich gar nicht. Zombie Tank. Der kennt keine Sonderzeichen. Ja, Zombie Tank. Und wir geben den direkt auch mal das neueste Auto. Und jetzt können wir hier auch endlich mal hier die neuen Sachen verwenden, die ich jetzt schon eigentlich schon seit 3 Parts habe, die ich aber nicht nutzen dürfte, damit ihr die Teile auch nicht seht. Naja. Irgendwie ist das Teil Schrott, weil das kann ich irgendwie nur... Das ist doof. Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir da drauf? Aber wir haben dann schon wieder einen Typ, der ganz blau ist. Habt ihr verstanden? Ganz blau. okay, das hat die Farbe. Das geht damit. Dann erhöhen wir dies um eine Ebene. Zack. Ich sag immer noch viel zu oft zack. Ihr könnt ja in den Kommentaren reinschreiben, ob euch das stört, nur... Pff. Ich mach's halt oft, ich mach's zu oft wahrscheinlich. Und das reicht nicht. Das ist schade. Aber vielleicht... Ach, Mann. Wieso kann man da drüber nichts stopfen? Das ist nervig. Okay, dann... Ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier drauf bauen soll, backen soll, weiß ich nicht. Ach, das geht auch nicht. Da-da-dann. Hier ein explosives Fass. Hier kriegst du auch noch eine tolle Galeonsfigur. Weil mich das als Galeonsfigur auch scheiße. Ich meine, auf den Teil kann man einfach nichts bauen. Hier kommen wir wieder. Nutzlose Flammen. Blödsinn. Ich meine, ich will eigentlich mit dem Teil irgendwas machen, aber ich krieg nichts gebacken. Dann machen wir da noch einen Edelstein, da einen Edelstein. Und da einen Edelstein. Dann ist er ein ganz reicher Fahrer. Wir haben irgendwas zusammengezimmert. Naja, es reicht. Zombie Tank. Ganz krankes, komisches Fahrzeug, ich weiß. Aber damit fahren wir jetzt den nächsten Grand Prix ab. Und der ist gegen Baron von Baron. Der sieht hier oben ziemlich grimmig aus. So. Zombie Tank. Yeah. Haha, du bist es also. Ich, der Baron von Baron, hab den Text nicht weit genug gelesen. Aber ich werde die gewinnen. Lach du nur. So, auch diese Strecken fahren wir jetzt links rum. Ja, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass ich hier in irgendeiner Weise den tollen Slow-Mo-Effekt genutzt habe. Weil mich hat die letzten 3 Male jetzt so sehr ergötzt, dass ich die ganze Zeit gegen die Wand fahre. Nein, dass ich endlich es geschafft habe oder verstanden habe, wie der Turbo funktioniert. Man muss nämlich vor der 2 das machen. Wie die Vermutung auch war. Trotzdem auch nochmal danke an den Tipp von SharpLP, der mir gesagt hat,
Ja, versuch das doch mal bei dem Countdown bei der 2, wie bei Super Mario Kart. Oder was er geschrieben hat. Ich meine, es war Super Mario Kart, was er meinte. Naja, jedenfalls, wie man sieht, bringt uns das schon ein ganzes Stück nach vorne. Viel Gerappel. Da, 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 da. Und ich habe wieder bessere Laune. Das ist auch gut. Und wir haben einen und wir haben das Upgrade verpasst und wir fliegen hoch übers Ziel hinaus. Nehmen ein Upgrade-Steinchen mit. Nehmen ein rotes Item auf. Und benutzen einen weiteren Warp. Und direkt nach links drücken für die Kurve. Und es reicht aus. Kriegen wir noch ein Turbo? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls haben wir auch hier das erste Rennen gewonnen mit einer Bestzeit von 33 Sekunden und 32 Millisekunden, sagt man ja. Ja. Okay, unser Zombie-Tank, dessen Gesicht man leider gerade nicht sieht, weil... Schön wahnsinnig, genau toll. Ich glaube, ich mache nachher nochmal einen mit solch einem Gesicht. Okay, der Wagen hat auch jetzt gerappelt, aber diesmal hat er keinen Turbostart gemacht. Das ist schade. Nehmen wir die Abkürzung, Scotty. 1, 2 und Warp. Ach, das Spiel ist so toll. Ich find's richtig klasse, dass Shadow Soul mich hier drauf gebracht hat. Ah. Da 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 da. Ich weiß, Mist, jetzt habe ich gerade gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Das heißt, nach dem Grand Prix werde ich wahrscheinlich auch direkt wieder Ende machen. Oh je, aber ich denke mal, auf die 15 Minuten werden wir trotzdem hochkommen. Ist einfach nur die Sache, dass ich mich als Let's Player erstmal noch wirklich einleben muss. Und das mit den auf die Uhr gucken habe ich noch nicht so drauf. Und da das auf die Uhr gucken eigentlich für mich angenehmer ist, auch wegen Zeit und Aufnehmen und so alles, wollte ich das eigentlich auch mit der Uhr machen, aber soll halt gerade noch nicht so sein. So. Falsche Richtung. Von wegen. Lässt du mich nun weiterfahren? Weg, falsche Richtung. Von wegen. Da, siehst du? Erster Platz. Auch wenn die Runde 4 Sekunden schlechter war. Jetzt sehe ich erstmal, wie scheiße der Wagen aussieht, den ich gemacht habe. Egal. Tank. Hätte ich vielleicht doch besser auch so einen Panzer machen sollen. Egal. Dude. Dude. Und Turbostart? Nein, leider nicht. Schade. So. Jetzt ziehen wir uns mal an den nächstbesten ran. So in etwa. Irgendwie ist das Feld hier ziemlich nah beieinander. Das hat was. Es bleibt spannend, liebe Damen und Herren. Es bleibt spannend. Zumindest bis jetzt. Das wird sich gleich wahrscheinlich noch ändern. Na komm. Ja, bär, bär. Haha, jetzt hat der Champion 3 Raketen abgekriegt. Und hat mir das Item vor der Nase weggeklaut. Böse. Böser Champion. Ich finde die Musik hier in dem Spiel auch so putzig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Warp, damit ich jetzt mal an den ersten Platz rankomme.
Anscheinend. Nur die Frage ist, wo krieg ich jetzt einen Warp her? Weil dafür brauche ich Speed Boost. Da. Und tschüss. Erster Platz. Schön. Und das nächste Rennen haben wir gewonnen. Und wieder 30 Punkte für uns. Baron von Baron. Der wird jetzt doch mit 2 R geschrieben. Ah. Uga-Insel. Ist schon die letzte? Okay. Okay, ich hab's doch noch nicht ganz raus. Vielleicht werde ich also beim nächsten Mal, wenn ich eine Tour gestartet habe, das doch... Ah, Fraps hat eine neue Datei gemacht, danke. Dann werde ich beim nächsten Mal das wahrscheinlich doch wieder machen, dass ich eine Slow-Mo mache. Was zur Hölle? Mach den Kopf zu. Ja. Lasst mich weg. Gebt mich Warp. Zack, ab ins Wasser rein. Bitte schießt mich nicht ab. Ich hab noch kein grünes. Ich will nur noch einen grünen Turbo haben. Dann könnt ihr mich abschießen. Wie man um diese Kurven kommen soll, ist manchmal übel. Aber nun gut, man muss ja auch nicht unbedingt alles Mögliche einsammeln wie ein Bekloppter. Das hat irgendwie wenig gebracht, weil ich habe gedacht, da ist noch ein grünes Turbo-Item. Ist aber nicht. Dann schnappen wir uns halt das da. Puh. Ist nur die Sache, ich glaube, hier gibt es jetzt sogar dann gar kein Grünes mehr. Oder jemand anders muss es irgendwo abgelegt haben. Ach, egal, wir sind wieder in der letzten Runde auf der letzten Strecke. Und haben eigentlich nichts zu befürchten. Besonders jetzt nicht. Gewonnen! Mit einer halben Sekunde haben wir nun auch die letzte Strecke, die letzte Runde beendet. Ja, unser unser Fahrer liebt Hardcore oder sowas in der Art. Bam, 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 bam. Schlägt immer nach vorne. Da, 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 dann. Und jetzt seht ihr endlich wieder sehnsüchtig erwartet die Auto-Bausatz-Gewinn-Sequenz. Was hat der für dicke Reifen da drauf? Krass. Und ganz traurig. Bap. Tada. Herzlichen Glückwunsch, du hast Zugriff auf eine neue Runde. Und das wird unser nächster Gegner sein. Und da wir hoffentlich gerade noch genügend Zeit haben, schauen wir uns auch an, wie der heißt. Und das ist Gypsy Moth. Und hier fahren wir dann ebenfalls wieder diese Strecken, die ihr hier seht, links rum. So. Beim nächsten Mal noch mal fix ein Fahrzeug machen. Lasst euch überraschen, was ich dann diesmal machen werde. Und dann machen wir uns an den nächsten Grand Prix. Bis zum nächsten Mal.